Hallo meine Freunde und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Projekt. Wir spielen nämlich das Spiel Darkest Dungeon, ein durchaus herausforderndes Spiel. Rausgekommen ist es glaube ich 2016 und ja, wir spielen den Kampagnenmodus, rundenbasierte Kämpfe. Wir gehen in Dungeons hin und her, müssen innerhalb der Dungeons Ressourcen managen beziehungsweise auf unseren Vorrat achten, den wir mitnehmen, und natürlich auf die große Anzahl an Gegner und Gefahren. Dazu leiden unsere Charaktere irgendwann auch mal an Stress und das macht das setzt ihnen zu und dann kämpfen sie nicht mehr. Also dieses Spiel ist mehr, es ist sehr herausfordernd. Es ist schwierig zu beschreiben. Wir werden jetzt nach und nach uns da ein bisschen reinfuchsen und wir beginnen mit der Kampagne. Ich habe hier erstmal nur aus Testgründen mal ein bisschen was getestet. Ja, von der Story her, wir kriegen einen Brief von irgendjemanden. Dann gehen wir in ein Dorf, um dieses Dorf wieder zu retten, weil es ist völlig verflucht und was weiß ich. Und wir beginnen den Weg aufzunehmen zu diesem Dorf. Und ja, das sind die DLCs. Ich möchte aber diese beiden DLCs weghauen. Ich hab noch nie gespielt, die DLCs. Ich habe dieses Spiel damals gespielt. Es ist schon länger her. Dann habe ich es letztens wieder angefangen. Und jetzt möchte ich es mal als Let's Play aufnehmen. Nochmal von vorne anfangen. Nochmal ganz von vorne. Und ja, das hier ist das neueste DLC. Das ist aber hauptsächlich für Mehrspielerkämpfe. Ja, es gibt auch Multiplayer hier. Und Crimson Court, das hatte ich schon mal den Haken reingemacht, aber das wird mehr für Erfahrene empfohlen. Ich sehe mich nicht als Erfahrenen. Ich kenne mich schon relativ gut aus, aber nee. Ja, das sind die Schwierigkeitsstufen. Strahlend leicht, würde ich sagen. Dunkel normal und stygisch ist schwer. Wir werden strahlend machen, weil es ist auch so anspruchsvoll. Und ich will mich nicht zu Tode frustrieren, obwohl Frust durchaus passieren kann. Wie das Ganze dann genau aussieht, werden wir dann sehen. Und wir müssen jetzt hier quasi unser Anwesen nennen. Das ist das quasi. Wir sind auf dem Weg quasi zu unserem Anwesen. Und wir nennen das Anwesen. Oh, ich muss jetzt mir wieder einen Namen überlegen. Ja, das ist natürlich jetzt wieder toll. Mach einfach was aus meinem Nick. Max Jero, mach mal die Jero. Die Jero-Menschen. Vielleicht noch richtig schreiben. Die Jero-Menschen. Und auf geht's. So. Wir starten, indem wir... Moment, jetzt müsste gleich so ein kleiner Ladebildschirm kommen. Ach so, es geht so direkt los. Dann schauen wir uns das doch gleich an. Dann kann ich mir quasi die Story schenken. Das war ein Rad gerade. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Ja, Freunde, we will find our redemption. Ihr habt gesehen, da ist jetzt hier ein Überfall. Was steht hier? Die alte Straße, auf der befinden wir uns, mit der Postkutsche zerstört und der Hausmeister gegangen, werden sie die Reise in den Hamlet zu Fuß machen. Und dann legen wir doch gleich mal los. So, Freunde, das hier ist die Benutzeroberfläche. Ja, das hier ist die Benutzeroberfläche, die wir haben, wenn wir quasi jetzt in einem Dungeon sind oder im Wald. Es gibt verschiedene Bereiche und ich werde euch das Ganze jetzt mal so gut erklären, wie es geht. Hier unten seht ihr die Karte. Das sind die Raummöglichkeiten oder die Gehmöglichkeiten, die wir haben. Das ist natürlich das Ganze irgendwann mal verzweigt. Wir können nach oben gehen, nach links gehen. Das werdet ihr dann bei größeren Karten sehen. Das ist unsere Truppe, die wir mitgeschickt haben. Man kann immer eine Squad-Größe von 4 losschicken. Ein Quartett.
Die müssen natürlich abgestimmt sein. Es gibt viele verschiedene Klassen. Diese Klassen kann man bearbeiten. Man kann ihnen Items geben, die Waffen verbessern, die Rüstungen verbessern, ihnen neue Fähigkeiten geben, die aktuellen Fähigkeiten verbessern. Es gibt also sehr viele Anpassungsfähigkeiten, klassische RPG-Elemente eben. Und mit diesen beiden gehen wir jetzt rum. Und wollen natürlich zu unserem Anwesen kommen. Genau, wir können hier ganz normal durchgehen. Das hier ist ganz wichtig, das ist unser Fackellicht. Das ist quasi, wie erkläre ich das am besten? Je weniger Fackellicht wir haben, das ist auch eine Ressource, die wir dann verbrauchen. Das zeige ich euch dann aber dann am besten in der nächsten, im größeren Dungeon. Ja, ihr seht es ja selber. ASW heißt Ausweichen. Unsere Ausweichenchancen sind höher bei Licht. Erkunden heißt, es gibt immer eine gewisse Chance. Ja gut, jetzt hier unten bei dem ist es nicht so. Es gibt die Chance erhöht, dass wir quasi die Gänge schon vorher sehen auf der Map. Also was dort lauert. Sind da Gefahren? Sind da Fallen? Sind da Monster? Sind da irgendwelche anderen Dinge, mit denen man interagieren kann? Das kann man vorhersehen. Und ansonsten, überraschte Monster. Ja, wenn wir jetzt Gegner gleich sehen, und das werden wir auch gleich, dann haben wir quasi einen Zug, fangen wir an, sagen wir es mal so. Ja, und ansonsten hier klassische RPG-Elemente, wir haben hier die Lebensanzeige, dann da unten, das ist der Stresslevel. Das ist das, worauf wir am meisten achten müssen. Wenn zu viel Stress ist, dann können die wirklich zusammenbrechen oder sie können sogenannte Ticks entwickeln, aber zu denen später mehr. Das ist die Präzision, Chance auf kritischen Treffer, der Schaden bewegt sich zwischen 7 und 14, die Ausweichenchance, Abwehrpunkte hat in dem Fall nicht und Geschwindigkeit, wann man also dann dran ist. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Hier ist der Charaktername, die Fähigkeitenklasse und die Fähigkeiten selber. Es gibt so jedem Charakter, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Mit Rechtsklick gehen wir am besten das auch nochmal durch. Obwohl, das machen wir dann, wenn wir dann in der Stadt sind. Das erkläre ich euch dann. So, wir werden gleich auf Gegner treffen. Ja, das ist unser erster Kampf. Wie gesagt, er ist rundenbasiert. Und es gibt viele verschiedene... was steht hier jetzt? Okay, es gibt viele verschiedene... Zeichen und so weiter. Wenn wir das zum Beispiel hier unten sehen, ich bleibe jetzt mal hier drauf, weil sonst geht's weg. Das ist der Brigantenmeuchler, also der Monstertyp. Das ist ein Mensch. Er hat 12 Lebenspunkte. Und unten sieht man, was man dem alles hinzufügen kann. Man kann ihn betäuben, das heißt, er wird dann für eine Runde gestunt. Gifthauch, man kann ihn vergiften, dass er immer Schaden bekommt. Bluten, eigentlich dasselbe wie Gift, so ungefähr. Es kriegt dann auch Schaden. Schwächung, man kann seinen Angriff schwächen, seine Verteidigung schwächen, man kann ihn irgendwie, man kann seine Ausweichchancen schwächen. Und bewegen ist sowas, er kann halt in den Positionen, also wenn er jetzt vier Leute stehen würde, könnte man den quasi bewegen, dass er quasi hintersteht. Aber das seht ihr dann gleich. So, unser Kollege, der Wegelagerer, unser Typ Dismas, der fängt an und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr seht da drunter diese Punkte. Die gelben Punkte heißen einfach ganz simpel, da wo er steht. Das heißt, er kann den Angriff nur da machen, wo er da steht. Und rechts, die roten Punkte sind jeweils, das trifft er. Das heißt, wenn wir ihn in Position 1, 2 oder 3 einsetzen, kann er diesen Move machen und er würde dabei treffen, entweder den Gegner auf der ersten Position beim Gegner oder beim zweiten. So, jetzt gehen wir mal hier zum Beispiel auf den Streuschuss. Hier würde er, wenn er auf der zweiten oder auf der dritten Position ist, alle drei Gegner auf den ersten drei Positionen treffen. Das mag jetzt vielleicht sich ein bisschen komplex anhören, aber das ist es nicht. Ihr werdet es gleich sehen. Wir fangen an. Dadurch können wir ihn zum Bluten bringen. So, das bringt 4 Schaden. Er blutet auch tatsächlich. Und jetzt kommt er hier dran. Er kann alle 4 Moves machen. Und ihr seht es auch hier wieder. Das ist ein reiner Nahkampftyp. Da unten sind dann jeweils die ganzen Werte. Die werde ich nicht vorlesen. Ihr werdet ja eh sehen, welche Attacken ich benutze. Und dann werde ich auch dazu noch was sagen. Mit diesem Schlag könnten wir ihn beispielsweise betäuben, dass er gar nicht rankommt. Das ist so eine Art Fernkampf für die ersten beiden Züge. Also jeder Charakter hat natürlich so seine Favorite-Position. Der eine ist mehr hinten gut, sowas wie ein Heiler. Der ist ja eh hauptsächlich da zum Heilen oder macht irgendwas anderes. Und die Tanks, wie unser Ritter hier, unser Kreuzfahrer, der ist natürlich an vorderster Front und kämpft. Und in diesem Sinne haut er ihn kaputt. Es gibt natürlich auch kritische Treffer. Und ja, nach jedem Kampf gibt es Beute. Beute in Form von Gold, Gegenständen, die man verkaufen kann. Sowas wie Edelsteine etc. Dann gibt es noch andere Objekte, die können wir dann sammeln. Die nennen sich, glaube ich, Erbstücke. Die können wir sammeln und die gesammelten Objekte können wir nutzen, um Gebäude in unserem Dorf zu verbessern. Die Schmiede, die Kutsche, ich zeige das euch gleich alles, wenn wir dann quasi dieses Tutorial erledigt haben. Sind ein bisschen viel Erklärungen am Anfang, aber das geht.
Man wird, man sieht das dann ganz schnell. Also Learning by Doing und so weiter. Und ja, das hier sind sogenannte Kuriositäten. Mit denen kann man interagieren. Und es kann was Gutes oder was Schlechtes passieren. Oder einfach gar nichts. Wir klicken drauf. So, das ist, wenn es immer so hell ist, ist ein gutes Zeichen. Wir kriegen nochmal ein bisschen Geld. Und nun beenden wir dieses Szenario, dieses Tutorial-Szenario mit einem Kampf. Ihr seht hier einen riesen Tank und der Gegner fängt an. Super, und er macht schon mal ganz viel Schaden. So, und der hat uns auch damit geschwächt. Wir haben jetzt, wir sehen auch immer natürlich, was die Schwächung bewirkt. In diesem Sinne ist es minus 2 ausweichend für die nächsten 3 Runden. So, und jetzt mache ich mal diesen Streuschuss und ihr seht schon hier, ich treffe beide. Dementsprechend schießen wir. So, wir machen 3 Treffer bei beiden. Das hilft natürlich jetzt nicht so viel. Oh Gott. Das war ein ganz schön fieser Schuss. Ich möchte diesen Angriff machen, da er beide trifft. Ach so. Na, hier ist jetzt... Das sieht man jetzt kaum. Dieser Typ hier, der ist so breit, der ist so groß, dass er quasi die ersten 2 Plätze einnimmt. Deswegen können wir ihn, müssen wir erstmal uns auf ihn konzentrieren. Und mit diesem Angriff ist das schon sehr, sehr ordentlich. So, wir machen weiter den Streuschuss. Das funktioniert bei beiden sehr gut. Ich hätte mich eher auf den hinteren konzentrieren müssen. Und so, das sind jetzt eben diese taktischen Feinheiten. Hier gibt es so viele. Jetzt guck mal kurz. Heieiei. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Angriffe, so viele Buffs, die man machen kann. Also es ist wirklich sehr viel da. Ich könnte ja den ersten eigentlich betäuben. Wie wäre es denn damit? Das wäre doch eine gute Idee. Wir betäuben. Wir versuchen, den ersten zu betäuben. So, schön mit dem Griff und so. Jetzt ist er betäubt. Das heißt, er kann in der nächsten Runde nicht angreifen. Er aber schon. Eieiei, das ist natürlich jetzt sehr bitter. Wir nutzen das Ganze, um ihn nochmal ordentlich einzuschrecken. Vielleicht haben wir Glück. Wir haben Glück. Wir treffen genau 11. Und damit ist er erledigt. Das hier ist jetzt vielleicht noch interessant. Leichname. Die meisten Monster hinterlassen Leichnamen und diese Leichnamen blockieren quasi den Standpunkt von dem Monster oder von dem Mensch, der das gerade blockiert. Das heißt, dieser Leichnam, der jetzt hier liegt, der hat auch eine Lebensanzeige, der blockiert jetzt quasi die ersten beiden Plätze. Das heißt, mit ihm hier könnte ich den da hinten nicht angreifen. Das ist aber nicht schlimm, denn wir haben ja einen Fernschuss mit dieser Pistole und können vielleicht das Ende machen. Das war's. So, eine Fackel. Das sind Rationen, ja, die Leute haben auch Hunger. Wenn man mal in den Dungeons sind, kommt irgendwann die Nachricht, ja, die Leute wollen was essen. Und heilen kann man sich damit auch. Das hier ist Onyx, das ist einer der vielen wertvollen Gegenstände, die automatisch verkauft werden nach den Dungeons. Und das sind eben einer von diesen Erbstücken, die können wir nutzen, um spätere Gebäude zu verbessern. Und ja, das war's. Das war das, die Tutorial-Quest und ihr habt schon gesehen, ich habe hier schon viel Schaden genommen. Aber Glück gibt es natürlich auch. So. Wir kehren ins Dorf zurück. Es gibt natürlich auch, es gibt auch Möglichkeiten, wo es heißt, ja, du hast zwar die Quest erledigt, aber du kannst da noch ein bisschen weitergehen, wenn du noch einen Raum erkunden willst. Das hängt immer davon ab. So, hier ist der Kampfzusammenfassungsbildschirm, die allgemeinen Questbelohnungen, dann die Schätze, übrig gebliebene Fackeln und weitere Sachen werden verkauft, auch Nahrung wird verkauft und eben die Erbstücke. Es gibt 4 davon. Wie wir die verwenden können, das seht ihr dann gleich im Dorf. Ja, es gibt natürlich auch EP für unsere Helden und... Ja, alle unsere Helden bekommen etwas, beziehungsweise, ja, das sind eben sogenannte Ticks. Ich werde das kurz beim Reynold mal zeigen. Okay, in dem Sinne nicht. Ja, so eine helle Schrift ist ein positiver Tick, ihr seht es ja hier, oder eine positive Eigenschaft, die er erlangt, plus 2% Crit-Schaden. Das ist sehr ordentlich, also eine 2%ige Erhöhung der Chance, dass wir einen kritischen Erfolg beim Angriff treffen. Das klingt nach einem guten, nach einer guten deutschen Definition. Er hat Bestienmacher, das heißt, er macht mehr Schaden gegen den Typ Bestie. Ihr habt ja gesehen, die Gegner vorhin, die wir erledigt haben, die waren Typ Mensch. Also auch da kann man natürlich immer variieren. Und ja, das ist der Stresslevel, den nimmt der Charakter immer mit. Das heißt, den kannst du nicht einfach mal so verringern. Nein, die nimmt er mit. Und wenn du keine anderen hast und du nimmst ihn wieder mit, er startet dann mit diesem Stresslevel, den er vorher schon mitgemacht hat. Aber den kann man senken. Wie, zeige ich euch auch gleich. Ja, die ersten Folgen eines neuen Projektes sind meistens immer so ein paar Erklärungen, aber auf jeden Fall ab der zweiten Folge geht es dann richtig ab und das kann sehr, sehr bitter werden. Ich habe das, wie gesagt, auf PS4 gespielt,
Gibt's auf PC, PS4 und auch natürlich auf den anderen üblichen Konsolen. So, wir sind hier, das Jero-Menschen-Anwesen. Ja gut, ich hätte es nur Jero nennen können. Ja, es gibt ja ein Glossar, aber das ist nicht nötig. Ich denke, ich bin in der Lage, das zu zeigen. So, ihr werdet jetzt hier oben mehr mich sehen. Ich mach mal die Maus ein bisschen daneben. Hier seht ihr unsere ganzen Einheiten. Also, ich weiß nicht, ob ihr es noch seht. Hier, wir können insgesamt 10 Charaktere hier in unsere Menschen haben. Das kann man natürlich auch verbessern. Aber das werde ich euch jetzt erstmal alles zeigen. So, wir fangen nämlich an mit der Kutsche. Hier können wir Charaktere rekrutieren und das machen wir auch. Wir holen uns den Pestdoktor und eine Vestalin. Das ist eine Heilerin. Und ja, jetzt eben zu diesen Erbstücken, die ich dauernd erwähnt habe. Hier, man kann mit Erbstücken Sachen verbessern, Gebäude verbessern, in diesem Fall, dass wir die Heldenliste auf 13 erhöhen können, das heißt, dass wir 13 Leute in unserem Team haben können anstelle von 10, hier, dass einfach 3 dort in der Liste erscheinen können, hier wäre jetzt zum Beispiel, da brauchen wir ein paar andere Voraussetzungen, dass bereits stärkere Leute schon hier sind, die in unser Dorf oder zu unserem Anwesen wollen, und wir machen das hier, dass wir nämlich eine erhöhte Anzahl haben an Leuten. Ich mache auch gleich mal die Unterkünfte hoch. Ah, nee, da warte ich noch. So, ist natürlich nicht das einzige Gebäude. Wir gehen jetzt mal die ganzen Gebäude durch. Hier hinten, da gibt es Quests, aber da bin ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht hingegangen. Also, ja. So, das ist eine Taverne. Ach, die ist noch nicht freigeschaltet, okay. Ich glaube, den Rest muss ich euch erst noch freischalten. Ja, das ist der Friedhof. Und wie vielleicht jeder noch annehmen kann, der Friedhof ist der Ort, wo unsere verstorbenen Soldatinnen und Soldaten ruhen. Und ich kann euch eins versprechen. Wir werden hier früher oder später Namen sehen. Wahrscheinlich mehr früher als später, aber so ist das nun mal. So, was ist das hier? Das weiß ich selber gar nicht. Achso, das ist mehr so das Memoiren unserer Vorfahren. Das ist mehr so Story. Das ist jetzt nicht so interessant für mich jetzt. Hier können wir Items kaufen. Items, die wir... Items, die wir bei unseren Charakteren anlegen können. Es gibt manche Items, die sind nur für spezielle Typen geeignet. Zum Beispiel nur für Belagerer, nur für Pestdoktoren. Das sieht man dann. Was ist denn das hier? Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Hier braucht man irgendwelche Kristalle. Ich weiß nicht, wie man die kriegt. Auch diesen Nomadenwagen kann man kaufen. Hier sind unsere Schätze, die wir finden manchmal, also auch irgendwelche Artefakte etc. Genau, das sind einfach so ein paar Ziele und ihr seht hier, alles was ihr hier mit besiegen seht, das sind alles Bosse. Und glaubt mir eins, es wird ewig dauern, bis wir mal einen Boss haben. Ja, und mit unserem Vierer-Squad brechen wir nun auf. Das hier ist jetzt unsere Übersicht, unsere Questübersicht. Hier hinten ist der dunkelste Dungeon. Ja, und ihr seht es hier, er sagt schon, unser Kollege, ich würde keine Minute überlegen, etc. Das geht hier nur. Wird empfohlen ab Experten, das ist Expertenstufe, ab Stufe 6 also. Und ihr seht, unsere sind gerade auf Level 1. Es wird also lange dauern, bis wir das hier oben machen und ich freue mich nicht drauf. Deswegen gehen wir hier in eine Ruine. Und hier links seht ihr dann die Questbeschreibung, eine kurze Erläuterung. Das bedeutet ein Lagersymbol, also das ist das Lagersymbol, wenn hier eine 1 steht, dann kann man lagern. Dann bekommt man quasi eine Art so ein Lagerfeuer mit im Inventar und dann kann man lagern. Und mit dem Lager, das ist meistens bei längeren Dungeons, kann man sich ausruhen, kann man den Stresslevel senken. Genau. Kurz beschreibt einfach nur die Dungeon-Größe, Lehrling, die Schwierigkeit, also es wird ab Stufe 1 empfohlen, das passt alles. Und das ist unser Ziel, 90% aller Räume erforschen. Es ist egal, wie viel du erledigst, das ist das Questziel. Und wenn du das hast, kannst du dann die Quest erfolgreich beenden. Die Belohnungen sind Münzen, ein paar von diesen Erbstücken und ein Stein des Ausweichens. Dieser bringt +4 Ausweichen, macht aber -1 an Geschwindigkeit. Das heißt, der Charakter würde dann später anfangen. So, nun zeige ich euch das Charakter-Tablet, nennen wir es mal so, die Charakterfähigkeiten etc. So, wir nehmen jetzt mal unseren Kreuzfahrer. Den können wir übrigens umbenennen, da ich aber nicht allzu kreativ bin, bleibe ich jetzt einfach mal bei den normalen Namen. Und das sind Ticks. Ticks sind entweder Boni oder Mali, je nachdem. Natürlich ist auf der linken Seite Boni, zum Beispiel Krieger des Lichts.
wenn unser Fackellicht über 75, über den Wert 75 ist, man könnte sagen Prozent, denn es geht bis 100, von 0 bis 100, dann macht er mehr Schaden. Die Crit-Chance, das haben wir vorhin gesehen, aber er hat auch negative Ticks. Er ist gottesfürchtig, will im Dorf nur beten, um Stress zu verringern. Wie ich schon bereits vorher erwähnte, gibt es Möglichkeiten, diesen Stresswert, den man ja hier sieht, gibt es Möglichkeiten, den Stresswert zu verringern. Man kann beten, man kann sich läutern lassen, man kann gamblen, also Spielhallen betreten. Man kann auch ins Bordell gehen, es gibt Möglichkeiten, den Stress zu verringern. Aber wichtig, wenn jemand gerade beschäftigt ist oder im Kloster ist etc., dann ist er nicht verfügbar für die nächste Mission. Das heißt, wir brauchen eine große Variabilität, um letztlich, wir brauchen eine große Variabilität, ja, weil auch viele sich erholen müssen und dann ist mal der eine nicht da, es kann wirklich alles passieren. Hier unten sind die Grundwerte, das erschließt sich eigentlich alles selber, unsere Waffen, die können wir verbessern, hier wären Items, die er benutzen kann, hier sind seine Widerstände, die er hat, es gibt auch Fallen, die werde ich euch dann alles zeigen, das sind Fähigkeiten, die nur beim Lager dann auftreten, also wenn sie lagern, dann kann er gewisse Fähigkeiten machen, zum Beispiel Stress bei Kollegen hindern und so weiter. Hier, das ist noch ganz interessant, das ist ja wie gesagt die Formation. Das hier ist unsere Formation, hier ist der, der auf Platz 1 ist, also ganz vorne steht, Platz 2, 3, 4 und bei den Gegnern ist das hier der vorderste, dann der zweite, dritte, vierte. Und diese Punkte sagen aus, wo wird empfohlen, den Charakter zu stecken. Da unser Typ ja so ein Nahkämpfer ist mit einem fetten Schwert und auch so ein bisschen als Tank agiert, ist er natürlich in den ersten beiden Plätzen besser geeignet. Gehen wir hier einmal weiter. Bei ihm ist es eher mehr die zweite und dritte Position, da er doch mit seiner Pistole, mit seinem Streuschuss beispielsweise, doch von hinten noch ein bisschen erledigen kann. Und, genau. Das ist so im Grunde genommen das Prinzip. Wir haben zwei neue Leute dazu bekommen. Einmal, ich gehe mal kurz, habe ich ihn schon eingesetzt, einmal den McRae, das ist ein Pestdoktor, er arbeitet mit Giften und auch mit Granaten. Das ist also gar nicht mal so verkehrt. Er wird empfohlen, in den letzten beiden Positionen ihn reinzubringen. Und dann haben wir noch zu guter Letzt unsere Vestalin. Und das ist natürlich ein sehr schlechter Tick. Es ist unsere Heilerin und wie ihr hier gerade seht, hat sie minus 20% Heilfähigkeiten. Es gibt Möglichkeiten im Sanatorium oder Sanatarium oder wie auch immer das heißt. Es heißt hier, glaube ich, irgendwie anders. Moment, das muss ich kurz nachgucken. Man kann negative Ticks entfernen. Das kostet Geld, ich weiß. Aber Sanitarium, so heißt es. Sorry für den Dreher. Ja, die Heilfähigkeit, das müssen wir unbedingt wegmachen. Und ja, das ist so quasi dieses Standard-Squad. Und wir starten auf jeden Fall in den nächsten Dungeon rein. Wir werden ihn wahrscheinlich noch nicht beenden in dieser Folge, aber dafür können wir dann in der nächsten Folge so richtig loslegen. So. Gepäck für die Reise. Natürlich ist das, gehen wir nicht nackt da einfach rein, sondern müssen uns vorbereiten. Das, was ich persönlich immer mache, ist folgendes. Ich nehme sämtliche Rationen mit. Dieser Lagerbestand ist eigentlich immer gleich. Ich nehme sämtliche Nahrungsrationen mit. Dazu nehme ich mit 2 Stacks von Fackeln, das sind jeweils 2x8. Dann nehme ich 2 Schaufeln mit. Es gibt Stellen in den Leveln, da muss man etwas wegschaufeln. Und wenn man das nicht macht, also ohne Schaufel, dann stresst das die Leute sehr. Ein Gegengift haben wir bereits. Ich nehme vielleicht nochmal ein paar Bandagen mit, die stillen Blutungen. Und diese anderen Tränke sind meistens dazu da, um die Charaktere zu buffen. Also höhere Ausweichchance, höherer Schaden etc. Und damit gehe ich jetzt in diesen Dungeon. Ein Schlüssel vielleicht für Truhen, aber es ist eher selten, muss ich zugeben. Wir legen los, aufbrechen. So mache ich das tatsächlich immer. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, aber Nahrung ist total wichtig. Wenn die Leute nichts zu essen haben und hungern müssen, dann wird erstens Leben abgezogen und zweitens gibt es Stress. Also, es ist doch schon schwer genug. So, Freunde, nach bisschen mehr als 20 Minuten pures Durchgelaber können wir jetzt endlich starten. Es wird nur in dieser Folge so sein. Und deswegen legen wir los. So. Okay. Und jetzt seht ihr schon, das ist hier ein größerer Dungeon und wir können uns jetzt entscheiden, wie wir langlaufen. Nochmal zur Erinnerung, die Mission besagt 90% aller Räume. Das heißt, ich mache einfach Folgendes, ich gehe hier runter und dann mache ich hier diese Kurve, gehe hier hoch und dann da runter. Ich bin jetzt erstmal vollkommen questorientiert, mir ist dieser einzelne Raum egal und das passt. Gehen wir hinein.
Achso, ich muss ja hier drauf klicken. Ja, bei PS4 ist es ein bisschen anders. Na, Freunde, dann legen wir mal los. So, hier gibt's schon was, nämlich eine unbenutzte Fackel. Die nehmen wir selbstverständlich mit. So, und immer wenn wir laufen, ihr seht schon, es ist jetzt schon auf 82 runtergegangen. Immer wenn wir laufen, wird natürlich die Fackelhelligkeit geringer. Und man sollte immer darauf achten, so über 70, 75 zu bleiben, weil sonst, ja, ist es, kann es Nachteile bringen. Das wollen wir nicht. So, und ihr seht jetzt hier, jetzt ist er bei 70 und ihr seht schon, unser Stress wird erhöht und die kritische Trefferchance durch Monster könnten zunehmen. Deswegen, wie mache ich das jetzt hier? Muss ich hier draufklicken? Okay, Rechtsklick, alles klar. Macht immer so ungefähr 25, glaube ich. Und dann gehen wir doch mal rein. Das könnte ein Kampf sein. Es ist ein Kampf. Ein, ja, und ihr habt jetzt gerade gesehen, die haben jetzt die Position getauscht, weil unsere Leute überrascht waren. Ist jetzt nicht so gut. Es ist sehr schlecht. Wir können die Position der Leute natürlich vertauschen. Das machen wir auch. Der kommt jetzt mit nach vorne. Okay, ich kann jetzt einen von denen vergiften und das werde ich auch machen. Macht jetzt nur einen Schaden, aber es ist vergiftet. Das heißt, wenn er drankommt, kriegt er den Giftschaden. Ihr werdet es gleich sehen. Hier mache ich jetzt den Richtspruch. Das ist eine Attacke, die auch gleichzeitig den Anwender heilt. Das ist gut. Wie wir ja leider wissen, sind unsere Heilfähigkeiten ein bisschen beschränkt. So, jetzt kommt er dran. Und ihr habt es gesehen, unser erster Dodge, also unser erstes Ausweichen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, ich mache die eifernde Anklage. Ich werde jetzt nicht immer die ganze Zeit die Moves beschreiben. Ich meine, ihr werdet ja sehen, wie so meine Taktik ist. Natürlich werde ich sie auch dementsprechend immer erklären. Solche Attacken liebe ich ja. Attacken, die mehrere Plätze bei den Gegnern treffen. Also einen AOE-Effekt haben, Area of Effect, die also mehrere treffen. Bin ich ein Freund von. So, wir benutzen die Anklage. Und sie verfehlt? Das ist sehr selten. Okay, ja, man kann verfehlen, man kann treffen, etc. Und, genau, jetzt haben wir nur noch einen Gegner übrig. Wir werden den Adalas verwenden, der den gleich one-shottet. Nicht schlecht. So, Freunde, hier ist eine Truhe und die können wir natürlich öffnen. Und, ihr seht es, der Inhalt gehört mir. Wir kriegen eine Schaufel, wir kriegen Münzen und Nahrung. Das ist gut. Ja, die Positionen sind natürlich jetzt durch den Kampf ein bisschen verwechselt. Das macht aber nichts, denn wir können die Positionen hier wechseln. Aber wir machen das jetzt erstmal anders. Kann ich mal kurz... Nein, ich will... Ich will mal ganz kurz... Ja, so die Position hatten wir, ne? Okay, passt. Okay, wir gehen weiter in den Raum, also zu diesem Raum. Genau, und so läuft es eigentlich. Der ein oder andere mag sich vielleicht denken jetzt so, das ist doch überhaupt nicht spannend. Doch, es ist schon ziemlich süchtig machend. So, hier haben wir eine Situation. Hier haben wir Geröll. Wenn wir jetzt ohne Schaufel hier ankämen würden, dann wäre das sehr, sehr schlecht. Das würde uns sehr viel Stress geben. Aber mit der Schaufel ist das ein Kinderspiel, Freunde. So, es können Kämpfe auch vor den eigentlichen Räumen passieren. Hier haben wir so einen Kampf. Und ja, ihr seht es, die Gegnervariabilität, die ist natürlich sehr, sehr hoch. Und, so, ich werde eine Seuchengranate gegen diesen Kultistenanhänger machen. Der ist nämlich mal sehr, sehr unangenehm. Ja, und natürlich gibt es auch bei den Gegnern unterschiedliche Typen. Es gibt die Tanks, wie diesen fetten Typen, den wir da ganz am Anfang hatten. Es gibt mehr die Unterstützer, die mehr mit Heilungen machen. Es gibt auch die, die einfach nur vergiften und einfach nur unglaublich nerven. Es gibt sehr viele Freunde. So, wir machen den Richtspruch. Mach ihn durch gegen den Hinteren, dann ist er vielleicht mehr kaputt. Das ist gut. So, er ist dran. Wir machen die eifernde Anklage. Das ist immer ein toller Angriff. Ihr seht selber, das ist schon ordentlich. Und hier ist Pflicht eigentlich mal der Streuschuss. Wir können alle drei treffen, zwar mit recht geringem Schaden, aber wir treffen drei auf einmal. Und ihr seht, das ist super. So, leider hat er noch genau ein LP übrig. Ja, das ist mehr so eine Attacke. Ihr seht es hier. Das hier bedeutet, dass Stress... dass er ein bisschen Stress bekommen hat. Aber das kriegt er schon. So, wir machen wieder den Streuschuss. Dann können wir den hinteren endgültig fertig machen. Und den vorderen auch. Yes! So. Wir kriegen ein Porträt. Das ist auch einer von diesen Erbstücken, mit dem man Gebäude verbessern kann. Alles cool. So, dann würde ich sagen, nächster Raum. Es muss kein Gegner drin sein.
In dem Sinne ist nicht. So, und jetzt wird hier unten Erkunden aktiviert. Jetzt sehen wir quasi, was in den nächsten Räumen ist. So, vielleicht kurz zu den Symbolen. Das hier heißt Kuriosität. Das kann eine Truhe sein. Ja, Truhen meistens nicht, die sind nur in Räumen. Es kann ein Rucksack sein, ein Zelt, ein Fackelständer. Eine Kuriosität eben. Und das hier ist eine Falle. Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten, eine Falle zu entschärfen. Ich glaube, er hier hat sogar die beste Möglichkeit, eine Falle zu entschärfen. Dazu muss man einfach nur denjenigen, wie ich es gerade habe, auswählen. Und dann kann er dann diese Falle entschärfen. Entweder klappt's oder nicht. Dann gibt es ein bisschen Schaden. So, wir gehen diesen Weg, damit wir 90% der Räume haben. Und das machen wir auch. Okay, Fackelzeit. Ich müsste mal gucken, ob es einen Shortkey für Fackeln machen gibt. Ah! Ja, das ist eine Fähigkeit, sowas wie... Ach so, okay. Dem seine Fähigkeit... ich mach mal kurz... Stopp. Dem seine Fähigkeit war jetzt einfach ganz grob betrachtet. Wir gucken uns das einfach am besten an. Plutomanie oder Hylomanie. Er hat jetzt automatisch, ohne dass ich es gesagt habe, den Ding geöffnet, diesen Sack geöffnet. Es gibt auch Fähigkeiten, oder es gibt auch negative Ticks, wo er dann den Inhalt an sich nimmt. Das heißt, ich kriege ihn nicht. Also, es gibt da schon sehr, sehr viele negative und positive Vorteile und Nachteile. Gibt alles. So. So, der nächste Kampf. Zwei Nahkämpfer und einer mit einem fetten, mit einer fetten Armbrust. Das wollen wir natürlich ein bisschen verhindern, dass der uns da böse zulangt. Und das machen wir auch mit einer kleinen Seuchengranate. Und er hat sich leider widersetzt, das heißt, er ist nicht betroffen von dem Gift. Er wurde also nicht vergiftet. Au, das hat sehr gesessen. Wir machen unseren beliebten Streuschuss. Wenig Schaden, dafür viele getroffen. Um Gottes Willen! Ja, Crits können auch die Gegner machen und der hat jetzt ordentlich gesessen. Wir müssen unsere göttliche Gnade verwenden und unseren Kollegen hier heilen. Mein Tipp an euch, nehmt immer einen Heiler mit. Es ist wirklich besser. Man denkt sich vielleicht so, ja, Angriff ist die beste Verteidigung, aber nehmt einen Heiler mit, Freunde. Ich kenne es selber, ich bin selber mal ohne Heiler losgegangen. So, jetzt habe ich aber, um ehrlich zu sein, ein bisschen Schiss. Was kannst du machen? Kannst du dich irgendwie tarnen oder sowas? Tarnung umgehen, ja, was heißt denn umgehen? Ich kenne auch nicht alles, Freunde. Selbst. Okay, nee, er enttarnt dadurch nur den Gegner und bufft sich ein bisschen, aber nicht das, was wir wollen. Der Streuschuss ist unsere beste Möglichkeit. Okay, leider wurde niemand von denen jetzt erledigt. Okay. Beide haben nur noch ein LP. Das ist kacke. Dann werden wir hinten diese Seuchengranate auf denen aufwerfen. Okay, er ist vergiftet. Okay, und er greift den vorderen an. Das ist gut. Jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Okay, Gift hat ihn gleich weggerafft. Und ja, das ist perfekt. Heilung, ganz schnell. Schön. Auch Heilung kann ein Crit-Treffer sein. Verdammter Mistkerl. Ich würde mal sagen, wie wär's mit ein bisschen... Lesen! Lest das! Weg mit euch! Sehr schön. Wir nehmen unser Loot und das hier ist normalerweise etwas, was Charaktere heilt. Deswegen werde ich mal wechseln und er soll das mal machen. Ah, es befinden sich Münzen. Na gut. Je nachdem, welchen Charakter wir gerade ausgewählt haben, dementsprechend, der führt dann diese Aktion aus. Wir gehen nach oben. So, ich gucke jetzt mal auf die Zeit. Ich denke mal, wir machen hier am besten Schluss. Er speichert immer automatisch. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen ersten schönen Eindruck gewonnen von diesem Spiel. Ich meine, der Großteil wird es wahrscheinlich kennen. Ich finde, es macht sehr viel Spaß. Es ist durchaus süchtig machend. Und dementsprechend freue ich mich, mit euch die Kampagne zu spielen. Ob wir sie durchspielen, keine Ahnung. Es wird sehr viele Frustmomente geben, schätze ich mal. Denn ihr habt ja gesehen, ein Crit vom Gegner. Und das tut schon ziemlich weh. Aber das ist eben das Spiel. Es ist ein herausforderndes Spiel. Sie sagen auch ganz am Anfang, ja, ihr werdet Charaktere verlieren. Der Friedhof wird voll sein. Es wird sehr viel Stress geben. Es ist einfach... Man muss das Ganze gut managen, gut organisieren. Und ja, natürlich steht der Spaß und die Unterhaltung im Vordergrund. Und ja,
Ich freue mich auf euch. Ich freue mich darauf, dieses Spiel zu spielen und mal gucken, was wir alle so hinkriegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf euch und auf die nächste Folge Darkest Dungeon. Bis dann.